Wir, das heißt die Stadt Bonn und Ströer, haben eine Smart City Partnerschaft vor einigen Jahren eingegangen und überlegen unter anderem, welche nachhaltigen Lösungen wir in Bonn zusammen aufbauen können. Und wir sind angefangen mit Wartehallen zu begrünen. Da gibt es schon 9 Stück von in Bonn. Und das jüngste Modell ist eine begrünte Litfaßsäule mit einem Bienenhaus integriert. Das ist eine Deutschlandpremiere, die wir heute sehen. Wir werden insgesamt 4 solcher Litfaßsäulen mit Bienenhäuschen hier in Bonn aufbauen und hoffen, dass wir damit ein positives grünes Zeichen in dieser Stadt setzen können. Uns größere Gebiete miteinander zu vernetzen, quer durch die Stadt. Für Insekten, zum Beispiel Schmetterlinge als Nahrungshabitat, aber auch für die Wildbiene, dass sie über kürzere Strecken fliegen müssen, um letztendlich zu den größeren Bereichen zu kommen, in denen sie ein großes Habitat haben. Das ist ein großer Vorteil, wo sich die Stadt hier einbringt, gemeinsam mit Ströer. Ein weiterer Punkt ist auch die Fragestellung, dass wir auch auf kleinsten Flächen Wasser speichern, dass wir auch auf kleinsten Flächen versuchen, wirklich eine Filterung der Luft innerhalb der Stadt sicherzustellen. Selbst der kleinste Beitrag hilft etwas und wir wollen natürlich auch die Bevölkerung dazu animieren, Gleiches in ihren Privatbereichen zu tun und die Förderprogramme der Stadt hierfür zu nutzen. Die Stadtwerke Bonn sind nicht nur Vertragshalter des Werberechtsvertrags der Bundesstadt Bonn, sondern bringen sich auch aktiv in die Smart City Partnerschaft zwischen Bundesstadt Bonn und dem Amt für Stadtgrün und Umwelt ein, weil Nachhaltigkeit im Konzern halt auch eine große Rolle spielt. Das sieht man auch daran, dass wir bereits 9 begrünte Wartehallen im Verkehrsbereich dieses Jahr aufgestellt haben und wir adaptieren dieses Modell der Dachbegrünung jetzt auf eine Litfaßsäule und hoffen, dass das genauso ein Erfolg wird wie die Dachbegrünung an Wetterschutzeinrichtungen.